sehr viel. Ja, natürlich ein großer Teil von meinem Leben, würde ich sagen. Ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Und es macht riesigen Spaß, jeden Tag hierher zu fahren an die Säbener Straße und mit dieser Familie hier Zeit zu verbringen. Das Land? Oder? Der Fußball ist nicht anders. Na, Deutschland ist besser. Noch, ein bisschen noch. Noch. Überragend. Ich habe hier wirklich sehr, sehr viel lernen können, mitnehmen können. In den Jahren in der Jugend. Hatte eine super Zeit hier im Jugendhaus. Wir haben auch ein bisschen viel Blödsinn gemacht, aber was halt alles dazugehört. Cool, immer was Neues, immer interessant und macht wirklich sehr viel Spaß. Da kommst du einfach jeden Tag hierher, stellst dich am Platz und lernst jeden Tag was Neues dazu und das ist schon Wahnsinn. Bin eh beieinander, oder? Nein, ich habe in vielen Belangen zu arbeiten. Ob es ist jetzt mein rechter Fuß, der jetzt nicht so ist wie der linke, aber natürlich auch am linken Fuß will ich mich verbessern und ich glaube, ich kann in vielen Sachen noch viel, viel besser werden. Da ist wieder alles drin. Die Kopfhörer. Skandal. Na, Arsch, Scheiße. Nicht schön. Warum? Habe ich mir gedacht. Ja, glaube ich. Mein wertvollstes Trikot stammt von. Boah, da habe ich einige Trikots. Sei Roberto. 1, 2, 3, bumm, Tor. ja, dieses Jahr war es nicht so schlecht. Ich glaube, weil ich wirklich regelmäßig trainiere und versuche in der Sache immer besser zu werden. Und ja, dieses Jahr hat es ganz gut geklappt. Was habe ich mir gekauft? Das war in Österreich bei Austria Wien, da meine erste Prämie war das. Da war ich auf der Bank bei den Profis. Da habe ich Geld auf mein Konto bekommen und das war für mich mit 15 Jahren war das schon viel. Und da hat die Mama gesagt, ich darf das aber nicht angreifen und soll sparen. Boah, keine Ahnung, ich wollte als Junge, hätte ich mir auch so vorgestellt, immer Architekt oder so Bauingenieur, aber in der Schule war ich jetzt nicht der Beste, deshalb ich bin Gott sehr dankbar, dass ich Fußballer bin. Keine. Ich lebe meinen Traum. Ich glaube, bin sehr dankbar dafür, dass ich, was ich hier habe und genießen darf. Hör ja auf, glaube ich. Da muss ich aufhören, glaube ich. Boah. Ja, das wäre Wahnsinn, ne? Das ist wie ein großer Bruder für mich. Ich habe ihm wirklich sehr viel zu verdanken, weil er vom ersten Tag an, wo ich gekommen bin, einfach für mich da war. Und das sieht man, glaube ich, auch dann am Feld, dass wir einfach unheimlich schon Spaß haben, miteinander zu spielen und dass das dann so gut funktioniert. Boah. Ihr stellt Fragen. was wäre das? Nein, nicht so. Fliegen. Ich glaube, fliegen wär schon krass, gell? Mein Wohnzimmer, das ist immer sehr schön und macht riesigen Spaß, in der Allianz Arena von unseren Fans zu spielen. Man hat jetzt auch wieder die Stimmung gehört gegen Porto. Das kann man nicht beschreiben, das Gefühl, wenn man da am Platz rausgeht und vor so einer Kulisse spielen darf. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, jeder Junge träumt von diesem Moment und ich bin dankbar, dass ich diese Momente habe.